Virusvariante in wenigen Wochen. So, Toyota fahren die mehr, Japan, Toyota ist vorne, Twitter Umsatz. Wir gucken jetzt erstmal Nachrichten an, ob irgendwas Neues passiert ist in der Welt. Bescheid. Wie gesagt, ich bin hier, ich bin in meinen Boxershorts, aber mir ist gut, könnt ihr auch sehen, ich bin jetzt wirklich der Nominator persönlich. Ausgeschlafen, halbwegs, hab nicht ganz so gut geschlafen. Aber mir ist gut. Ich bin fit und jetzt ist der nächste Tag. Draußen hier ist auch alles voller Schnee. In meinen schönen kleinen Verlies hier. Aber ihr seht, ich habe jetzt viele Sachen gestern gefunden. Ganz schöne Klamotten an diesem Gartenzaun. Schal und Jacken hängt hier alle dran. Ein paar Sachen habe ich gefunden. Mit Laken halt gewaschen. Wie gesagt, jetzt geht draußen vielleicht noch eine Schneeüberschlacht machen. Diese Pflanze, die ist jetzt leider schon so ein bisschen verwelkt. Oder? Die für 6-7 Euro ist ein kleiner Eger gekauft. Das ist so für Japan, würde ich sagen. Ja, ich mag ja diesen Buddhismus sehr, auch neben den Christentum. Das finde ich auch so ein Lächeln. Und deswegen würde ich dir so vielleicht Herrn Johnny Shikara spenden in Japan, aber eigentlich ist es auch für Marina. Aber symbolisch würde ich sagen, ich mag jetzt mal ein bisschen Wasser drauf. Mal ein bisschen. Ja, lauwarm. Das meinst du für die Blumen? Achtet die Blumen. Und genau. Neuer Tag beginnt. Machen wir jetzt ein Rührei. Oder mal gucken, was heute noch sowas hier. Guck mal, die Nachrichten, was das neue kommt mit Corona. Trump ist ein neues Impeachment wird gemacht. Ich verfolge das mal hier, was hier alles so passiert. Ja, ich habe euch lieb, bis später. Ich schneide noch zusammen und das erste Tagebuch für heute hoch. Meine Story hier bei WhatsApp: Es gibt dampfendes, leckeres, super Rührei. Vom Nominator persönlich selber gekocht. Ja, das gehört jetzt mir. Der Suppenbus der Berliner Stadtmission und Kältehilfe finde ich sehr gut. Hallo, unterstütze ich voll. Was warmes zum Trinken oder Essen? Berliner Stadtmission, super Like von mir. Okay, dann kriegen die heute einen Kamerapunkt von mir. Machen wir. So Tiny Garden oder sowas wie so ein alten japanischer Bonsai-Baum. Das finde ich cool, aber in so einem kleinen glasgroßen Garten finde ich cool. Ja, so das Lieferst. Serie mit 8 verschiedenen Blickwinkeln über ein dramatisches Ereignis. Das muss ich mir mal angucken. Ein Inselparadies kurz hinter der deutschen Grenze in Dänemark. Cooles T-Shirt. Das schaut mir mal an. Sobald ich Zeit habe, in der ZDF-Mediathek. 7.2. bis 6.2. Ach, ist noch nicht online. Doch, ist online. Sehr gut. Flirtest für Männer. Schau sie kurz an. Aha. Lachen. Schau wieder weg. Trink einen Schluck. Schau sie dabei nochmal kurz an. Fixiere sie mit deinen Augen. Nicht so viel. Beiß auf deine Lippen. Fester. Brust raus. Kurz lachen. Aufhören zu lachen. Schau wieder weg. Schau auf deine Fingernägel. Jetzt hochschauen. Hey, den Typen kenne ich doch da hinten. Hi! Schau zu ihr. Leck deine Lippen. Lachen. Schau weg. So. 9.17 Uhr, Mittwoch, 10. Februar 2021. Tiefster Winter in Berlin, Germany. Freedom. Ich fahre jetzt Richtung Lichtberg. Dadurch fahre ich jetzt mit der S1 bis Friedrichstraße und dann rechts Richtung Lichtberg mit der S-Bahn. Ich dachte, das ist einfach nur ein komisches Ding. Meine Damen und Herren, die öffentliche Verfassung der Nachrichten die Pflicht zu tragen einer Nasenbedeckung. Wir bitten Sie, dies in unserem Zug zu beachten. Vielen Dank. Ich gehe jetzt gleich da hoch zum Plattform. Da hoch. Gesundbrunnen. Übergang zu den S-Bahn-Linien 41, der Flachtor, Berlin-Wedding. Das ist Graffiti, eine grüne Mütze auf und der FFP2-Maske. Weiter geht's. Los, S-Bahn, fahr los. Danke, liebe S-Bahn, dass Sie mich hier rumfahren. Sonne. Oben ist der Flachtor und das Gesundbrunnen-Center. Kann es sein, dass ich ständig immer dieselben Sachen sage? Das ist ein bisschen peinlich, wenn ich mir den Nachhinein mal angucke. Er liest mit seinem Handy, irgendwelche Nachrichten. Und das ist so ein Brunnen. Center oder was? Nee, das ist der Bahnhof. Das ist der ICE. Hier kann man auch zum Flughafen fahren. Hier ist Gucci mit Backservice. So, auf mal kurz ins Center und Back drauf. Hier ist die Firma Tür mit Power, Fitness. Hier ist Gucci mit leckere Backwaren. Und hier ist der Ringbahn, hier fahre ich danach nach Lichtenberg. Richtig steil hoch. Das ist lit hier. The Pretty Recklessness. Bitte schön, geht noch.
Wow. Ist das Ava Max oder? Ava Max? Ah. Neue Album Death by Rock'n'Roll. Grüne Jacke. Sehr gut. Ich mach mal kurz einen Cut, ja, bis später. Ich wollte nochmal hier filmen. So, wartet mal kurz. Ich wollte euch mal kurz diesen wunderschönen Center nochmal zeigen. Undercover aber. Auf Kerl, ich bin hier heim hier. Ich hab keinen Bock, dass so viele Follower kommen und mich nerven. Das ist die Sonne. Jetzt fängt ihr mal anstrengend. Die alle kommen und mir immer so auf die Pelle rücken. Das fängt richtig ätzend. McDonalds. Stellen sich Biomarkt. Hier ist ein Schlittenfahrer. Hier ist wieder eine Firma Ströer mit Liebe. Kann überall passieren. Sehr gut. Lebensfreude, du musst immer weg. Lebensfreude, du musst da oben immer raufgehen. Aber gibt es dafür eine App hoch? Ich bin nur noch mit einem verfickten Handy. Das ist hier Wien, Österreich. Reisezentrum Deutsche Bahn. Firma Ströer. Hier ist Gesundbrunnen. Hier ist das hier. Denkmalschutz.de. Oh, nicht schlecht. The Mandalorian, Wandervision, Cobra Kai. Das ist Netflix, auch nicht schlecht. Thomas Ströer. Windkraft, Denkmalschutz, auch nicht schlecht. Diese grüne Jacke. Schreibt mal ein Buch, ist auch nicht schlecht. Sonne scheint. Hier kriegst du für 75 Cent einen Booster bei Present Books. Auch nicht schlecht. Hier ist Sparkasse, gleich vorne links. Rewe. Kellerin von McDonalds. Rewe ist nicht hin. Hier ist ein Powerbank. Ich suche mal jetzt den Rewe. Thomas Ströer. Dystopie Dizzy. Hilflosigkeit in brennenden Welten durch. Die wichtigsten Kurzverteilungen haben. Okay. Hier ist ein Obst-Gemüse dran. Der ist nicht schlecht. Das ist der Rewe. Hier ist ein Einkaufswagen. Ich meine, der Rewe ist da oben. Hier ist Eikos. Eikos ist das wird Tabak, mag ich nicht. Hier sind Pflanzen. Soll ich mal Wasser mal spenden für diese Pflanze? Dann kann ich gleich mal neue kaufen. Oh, hier ist ein Grün. Au! Scheiße! Das kann was sind hier? Mail and Collect. Ich mach kurz mal einen Cut. Gieß die Pflanze und geh zum Rewe. Ich war jetzt kurz mal bei Rewe. 10.10 Uhr. Irgendwelche Personen sind in eine Eisfläche eingegangen. Ich hab mir ein Sharewater gekauft. Ja, bei Rewe.de. Und war wirklich ein schöner Laden. Also alles perfekt. So, wir haben fette Mitarbeiter. Ich konnte mein Pfand wegbringen. Alles sauber, ordentlich. Vielleicht fahr ich mal Urlaub mit Rewe.de reisen. Und jetzt erstmal weiter. Und Meter geht auf den Weg zum Ostberlin nach Lichtenberg. Genau, ne du? Er will bei dir reden, glaube ich. Das ist ein süßer Hund. Schönen Tag dir, ja? Ciao. Tschüss, Kenno. Voll süß. Ich gehe jetzt hoch und flack da oben. Instagram-Fans und Follower von Live on Change TV. Norman spricht aus Berlin, Germany. Freedom. Sonne Was ist auch da. Was wollen Sie denn hier rumfilmen? Ich filme mich selbst, habe ich doch deutlich gesagt. Hau ab, Mann. Ich habe deutlich gesagt, ich gehe live. Und wenn du nicht in die Kamera willst, dann verpiss dich. Ja. Du sollst mich ansprechen, du Scheißirre! Ich hasse solche Follower, die mich anlabern. Ich habe zu dir deutlich gesagt, ich möchte nicht genervt werden. Ich will was filmen. Und sie blöd mich an, irgendeine fremde, eklige Scheißfrau labert mich an und sagt, ich soll hier nicht filmen oder so. So, ich bin live hier. So, ich schulde mich nochmal, dass ich kurz ausgerastet bin hier auf Instagram, aber ich hasse das. Wenn fremde Menschen plötzlich zu mir kommen, mich anlabern, obwohl ich gar nicht mit denen rede. Ich kenne nicht mehr, weiß nicht mal ihren Namen von dieser ekelhaften Scheißfrau. So, da ist die Sonne. Ich wollte eigentlich noch ein paar Sachen sagen, die mir auf dem Herzen liegen, aber jetzt muss ich mich kurz erstmal meditieren. Was soll ich sagen? Meditieren wir kurz mal eine Minute.
mit den Followern gemeinsam. Bevor wir mal gucken, solange keine Fragen kommen, machen wir kurz Meditation. Hier ist ein Follower. Und kommt eine S-Bahn. Zu deinen Händen. Ein krasser Fahrradfahrer. Mega. Wir schauen hier. Sandy, wie geht's dir? Ein ehemaliges Hortkind von mir. Bin gleich bei dir, Sandy. Ich will mal kurz die Meditationsübung hier noch zu Ende machen. Kannst aber schon mal fragen hier rein, schon in die Kommentare oder so. Ich habe mich nur gerade extrem aufgeregt. Hier war so eine ekelhafte, böse Frau. Vielleicht eine Hexe. Müssen wir aufpassen. So, gut gemacht. So, siehst du immer noch. Irgendwo da. So, ich wollte kurz was sagen. Mehrere Themen, die hatte ich noch im Kopf. Wie ging es das gut eigentlich, bis ich eben gerade angelabert wurde von so einer Scheißfrau hier links oben? Ich habe vorher laut rumgeschrien und gesagt, ich gehe jetzt live. Auf Instagram. Wer nicht in die Kamera will, soll weggehen. Ich nehme mich nicht auf. Sie berührt mich trotzdem und spricht mich an, obwohl ich gar nicht sie kenne. Nicht mal ihren Namen. So eine Hexe da drüben. So, deswegen muss ich mich kurz meditieren, dass ich mich nicht aufrege und nicht Polizei rufe und ruhig bleibe. Ich wollte noch was sagen. Wer ist denn Nefale? Hallo, du bist doch Manuela aus Facebook oder sowas, wa? Ich habe noch ein paar Themen im Kopf. Ihr könnt Fragen stellen, aber solange ihr keine Fragen stellt, will ich sagen, was ich sagen will. Und zwar, ein Thema war zum Beispiel, Erde ist eine Scheibe. Wie ihr seht, könnte das theoretisch möglich sein. Man sieht bis zum Horizont alles flach. Das habe ich im langen, wie viel, ich dachte, du bist pleite. Irgendein Follower auf YouTube nervt oder fragt mich irgendwas. Jetzt geht's in den Dein weg. Jetzt geht's kurz. Ich freue mich. Tschüss! Nervensäge! So, ist die Hexe weg. Da läuft sie weg. So. Es könnte ja theoretisch sein, dass die Erde wirklich eine Scheibe ist. Theoretisch wäre es möglich. Ich habe bei YouTube über 2 Stunden mir ein Video reingezogen, wo die über 200 Beweise sagen, dass die Erde eine verfickte Scheibe ist. So, guckt euch das an. Wenn man bis zum Horizont guckt, der Erde, bis dort hinten, das ist ein Schornstein, sehe ich alles flach. Man kann also mit seinen eigenen Augen, mit seinen Antlitzaugen nicht erkennen, ist das jetzt nur eine Kugel oder eine verfickte Scheibe. Dementsprechend war meine Meinung dazu, die ich hier immer live bei Instagram mit sagen will, es ist mir scheißegal. Die Sonne scheint, da oben. Ob die Sonne jetzt nun ein Fake ist oder ein Feuerball oder kilometerweit entfernt, es ist mir verdammt nochmal scheißegal. Wichtig ist mir, saubere Luft haben wir. Weltfrieden ist schwierig zu erreichen. Es wird immer irgendwelche Konflikte geben auf der Erde. Und alles Weitere ist mir eigentlich Latte. In die Welt hauen muss ich nicht. Selbst kein Sauerstoff. Den haben wir hier auf der Erde. Da können von mir aus irgendwelche Firmen in den Weltraum fliegen, ist mir scheißegal. Hat nichts mit zu tun. Meine Firma ist Changeu.de mit Changeu.tv, gehört mir und Patrick Agadi und Marina Bocho eventuell, wenn sie wieder auftaucht. Weitere Fragen gibt es eigentlich nicht. Die Vögel zwitschern, Insekten sind hier, Matthias Bonk. Danke, dass du mal einschaltet, das ist live bei Changeu.tv. Ich hoffe, der Bundeswehr geht's gut. Kindheitsfreund ist, meditiere gerade so ein bisschen. Die Finger sind kalt. Oh, ich weiß kalt. Ich guck mal kurz, wie viel Grad es ist. Minus 5. Okay, wird schon wieder ein bisschen wärmer. Eben gerade war noch minus 10. Ansonsten würde ich wieder offline gehen und das mal kurz hochladen. Gibt es noch irgendwelche Fragen von den Followern direkt an mich nochmal spricht? Jetzt wäre ich bereit. Ist Pressekonferenz hier. Hier kommt eine Frau. Eigentlich nicht. Ich bin offen für Fragen. Ich gehe mal kurz rüber zum anderen Flakturm. Hier kommen ein paar Follower. Ich glaube, aus Skandinavien. Da irgendwo. Und hier lang. Aber ich kann jetzt nicht meine Handschuhe anziehen, weil es ist eiskalt, es ist minus 5 Grad. Autos fahren. Der Boss von Kudam, mein Anwalt, ist da. Ich hoffe, was hältst du von dem Online-Unterricht? Sehr gut. Online-Unterricht ist alles super. Ja,
Online-Lebensmittel liefern, super. Rewe.de, super. Edeka, Bringmeister, alles super. Wir haben eine perfekte Welt aufgebaut, sag ich mal, gemeinsam als Team. Die einzigen Konflikte, die wir aktuell haben, die ich so sehe, sind zum Beispiel Coronavirus-Pandemie. So, das ist ein winzig kleines, unsichtbares Scheiß-Virus. Kenne ich mich nicht aus. Dr. Drosten, retten Sie die Welt. Gemeinsam mit der Bundesregierung. Da bin ich absolut kein Profi. Guckt ihn aus Arabien, kommt hier. Merhaba, John Ishikara, Japan, schreibt auch gerade noch was auf. Ihr seht, es kommen Nachrichten drin. Das jedes Mal, wenn ich live bin, dann kommt Anrufe, Nachrichten, Fragen. Deswegen hasse ich das eigentlich, oder ich hasse dich wirklich live zu sehen, aber live ist halt anstrengend. Bei live kommen 1000 Millionen Fragen. Habe ich keinen Bock drauf. Ich will mich hier entspannen und Urlaub machen. Ich habe frei, ich bin offiziell arbeitslos. Letzte Firma, wo ich gearbeitet habe, Lebensmittel liefern, Rewe.de. War super. Ich wurde leider gefeuert von irgendeinem Chef. Passiert. Ich wurde schon... Achso, du meinst Anwalt. Es kommen, während ich live gehe, manchmal Anrufe drin. Direkt während des Live-Videos kommen irgendwelche Follower oder Angestellten oder Firmen, die mich anrufen. Und die mein komplettes Live-Video komplett nerven und unterbrechen. Das hasse ich. Deswegen, wenn ich hier live bin, bei Instagram, keine Anrufe bitte bezieht. Deswegen will ich auch, dass meine Mama und meine Freundin Marina mal sich austauschen und vertragen. Die streiten sich immer mit Geld zum Beispiel. Wer wo Schulden hat und so weiter, wer wo einkauft. Das sind immer 2 Frauen meines Lebens, meine Mama, mein kleiner Bruder Sammy und Marina Bocho, meine Freundin, Verlobte. Die soll ich einkriegen. Ich bin dann tiefenentspannt. Kann nochmal gerne beten mit euch. Während ihr hier zum Beispiel schön in Berlin immer sieht und Gesundbrunnencenter. Beten wir nochmal. 1 Minute für Weltfrieden. I pray for peace of the world. Willst du jetzt eigentlich Vater oder nicht? Also Herr Anwalt, das ist jetzt eine private Frage. Ich bete jetzt gerade für Weltfrieden. Ich habe noch nicht mal einen Beweis von Marina bekommen, ob sie wirklich schwanger ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn ich schwanger werde. Wäre schön. Ich wollte schon mal Vater werden. Am besten so ein kleiner Nominator. Wir nennen ihn Bart. Wenn es ein Mädchen wird, heißt es Lisa. Lisa Specht oder Bart Specht. Eins von beiden. Ich hoffe, es wird ein Sohn, Bart. Wenn es nämlich eine kleine Lisa Specht wird, dann müsste ich sie leider bis zu ihrem 18. oder 21. Lebensjahr zu Hause beschützen. Vor ekelhaften Männern. Und sie sollte, empfehle ich dringend, dann lieb sein. Geschlechtskrankheit würde ich auch erstmal ganz weit nach hinten schieben. Ist erstmal nicht erlaubt, wenn es meine Tochter wäre. Ansonsten, habt ihr weitere Fragen an mich? Direkt, bitte? Gut gemacht, keine Fragen. Finde ich gut. Dann geht es ja erstmal offline aus dieser tollen Pressekonferenz live auf Instagram. Habt ihr auch weitere Fragen an die Nominierte direkt? Dann Herr Anwalt, dürfen Sie jetzt in die Mittagspause gehen? 10.40 Uhr? Beginnt halt ein bisschen früher. Oder machst du jetzt Pause oder machst du die anderen Klienten und Mandanten? Nominierte hat sich beruhigt. Die Hexe ist weg. Ich klicke um. Tschüss. Instagram war gerade live. Wir sind hier in den grünen Frühstück. Früher noch muss ich also hier. Also ich lese mich später durch, ja? Ich bin jetzt hier auf dem Weg nach Lichtenberg zurück. John Reed, hier ist Mario Mananda zurück mit Fitnesstraining und Kaufland. Ich gehe mal nach Kaufland. Hier ist meine Reparatur. Also hier ist irgendwas. Ich bin jetzt gerade unterwegs hier Richtung Rewe. Ich suche Marco Zoppicke. Wo ist der überhaupt? Ist Pulli? Da vorne ist der Rewe, oder? Jo, Kapitän Lichtenberg, mein Kumpel hier, super ähnlicher Freund Marco Topical besucht. Der ist ja wirklich schon jahrelang ein guter Freund. Und der Firma Change, der hat da Payback gemacht. Und die hat noch ein paar schöne Aufnahmen gemacht. Da lagen da wirklich 1A spitze aus. Gibt frische Salate, gibt leckeres Eis. Einfach mega. Ja, also wirklich, ist ja in vielen Läden, auch bei Edeka so in Berlin, dass sie sich wirklich allergrößte Mühe geben, die Supermärkte einfach Hammer zu machen. Hier ist so ein Mochi-Eis, das ist auch was nett. Und jetzt kommt hier noch Sylvester Stallone. Ja, ich konnte mal sehen. Geiles Bild. Ja, einfach toller Schauspieler. Genau, und deswegen Kopfkick ist die Ärger wie eine Aufnahme. Ich habe mal kurz ein Foto gemacht. Am Tag.
85 und 9. Zum Flughafen BER bitte hier umsteigen. Please change here for Achtung, Türen werden automatisch entfernt. Wenn ich schön erstmal würde ich dann mal zu Tempelhofer Feld fest. Vielleicht auch eine gute Idee. Der Himmel ist schön blau. Wahrscheinlich links. Danke, lieber Gott, für diesen schönen Tag. Schön, sag mal, Wintersport was machen. Genau, Wintersport wäre jetzt hier möglich. Das passt. Wintersport in Berlin, perfekt. Aber ich will erstmal Mittagessen. Hier ist die Tempelhofer Straße oder so, Tempelhofer Damm. Hier ist noch ein Aldi. Forst ist auch da. Was für Männchen? Wie läuft's? Ah, Kendo, was ist denn das? Rohrreinigung. Offen für Fragen, Pressekonferenz. Ich habe versucht, mal hier einen Guardian Angel zu machen, einen Super Angel. Ich weiß nicht, ob es mir gelungen ist. Ja, kleines Kunstwerk, wo bin ich? Tief im Schnee, A100. Ich bin richtig eingesunken. Ihr seht, ich bin hier richtig tief im Schnee. Ja, hier ist jetzt irgendwie ein Auto, Opel, glaube ich, Ringbahn. Tiere sind da oben, die Tauben. A100 ist hier. Datum habt ihr hier, Mittwoch, 10. Februar 2022, 12.53 Uhr. Sonne scheint. Danke, lieber Gott, für diesen wunderschönen Tag. Ich werde das auch nicht hochladen. Ich bin jetzt nur mal kurz eine Minute leise und speichere das Video. Und falls Fragen kommen, könnt ihr gerne mich fragen. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt.
So, Dankeschön für diese schöne Pressekonferenz. Ich gehe dann wieder offline, ja? Euer Nominator, Norm Specht aus Berlin, Ende. So, ich gucke jetzt Nachrichten, am Mittagessen. Ich habe ein bisschen Gemüse und ich habe leider auch mal Pommes habe ich gemacht. Und ich habe auch was mir gekauft bei Rewe, weil ich nicht stolz bin. Den will ich jetzt aber nicht zeigen. Ist mir unangenehm, ich will nicht annehmen. Zeigt auch später erst, Pause sind noch fertig. Nachrichten sahen gut aus. Ich habe viel gesehen. Umwelt wird versucht zu schützen. Asylzuwarnung, Drittel ausgeschöpft, aber wir können auch mal Flüchtlinge aufnehmen. Kartellrecht, Gerichte sagt Kooperation. Von Google und Gesundheitsminister. Okay. Kartellrecht muss gewahrt werden. Lockdown eventuell. Wie noch einen Monat länger, bin ich dagegen, aber was soll man machen? An einem einheitlichen Stufenplan für mögliche Öffnungsschritte, wie es Ihnen das wird also hier probiert, so schnell wie möglich geöffnet, also Öffnungen zu ermöglichen. Auch wenn einige ja, es wird alles überprüft und ich überprüfe jetzt mein Essen. Ich gucke hier weiter. Ich bin jetzt in der Apotheke. Was ist da oben? Mundschutz? 6 Euro. Ich habe jetzt diese ganzen Sachen hier im Gartenzaun schon. Mittwoch, 10. 2. Ganz viel Haushalt, ein Lexikon mal wieder. Asiatisches Kochzeug. Sicher, das ist gut für Sushi, oder? Ein bisschen. So, ich bin jetzt soweit zu Hause. Mir ist jetzt gut. Es ist jetzt mittlerweile 21.18 Uhr. Immer selber Tag. Mittwoch, 10. Februar 2020. Gerade sehen. Ich mache mal kurz die Kamera auf mich. Ich wollte schon zeigen, was hier gerade abgeht. So, ich mache mir jetzt einen Schlaftee. Einen Schlaf- und Nerventee von Bad Heilbrunner. 10 bis 15 Minuten jetzt hier. Das ist so heiße Zitrone oben mit drin. Pfefferminztee ist hier. Ich habe hier so eine Vorrats. Kammer mit den Süßigkeiten von meiner Mama bekommen. Ich habe noch ein Brötchen. Also Frühstück ist safe. Das ist so ein Biene Maya aus dem Bioladen. Honig. Oder ein bisschen Brot und Brötchen. Also ich bin auf jeden Fall safe. Ich habe das Zeug noch hier gefunden, hier im Gartenzaun. Und noch ein bisschen sortieren. Ein bisschen was im Keller. Da ist noch Pfand. Morgen wichtiger Termin. Ich mache die Kamera kurz auf mich. Also ich wollte jetzt schon mal gute Nacht sagen. Ich habe euch schon so wieder erlebt. Dass ich ein bisschen aufgedreht bin, ich habe jetzt auch einen guten Freund nochmal getroffen, mit dem ich mich unterhalten habe über die Hochzeit und Schwangerschaft von Lekon und Marina und ein bisschen mal um Rat gefragt. Ich war jetzt noch eben gerade und erst den ganzen Tag war ich in der ersten Stadt. Ich war offline, ich habe ein bisschen Werbung gemacht, einen Kooperationspartner gesucht und aber auch ein bisschen mal wirklich digital Detox gemacht, also nicht erreichbar. Das fand ich gut und jetzt wollte ich eigentlich nicht weiter, außer euch mal gute Nacht sagen. Die Videos noch zusammenschneiden, das ist jetzt wie gesagt 21.21 Uhr. 23 Uhr ist so Licht aus, Feierabend. Ich stehe 6, 7 Uhr wieder auf. Bevor ich dein Vorstellungsgespräch beim Senat von Berlin, an einer Grundschule in Berlin, irgendwo Tempelhof-Schöneberg, Richtung Marienfelde irgendwo. Und muss ich fit sein. Das heißt, dass ich mache Herrenschau. Ich habe jetzt die Nachrichten gerade geguckt. Frau Merkel hat wieder mal bla 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 bla. Lockdown, wir machen es weiter. Anscheinend haben wir ja sowieso kein Mitspracherecht, weil wir sind auf dem Corona-Schwachsinn. Und müssen sowieso die Befehle folgen von den Politikern. Also bin ich ganz lieb, trinke meinen Schlaftee, halte meine Schnauze und werde nicht weiter da irgendwie meine Meinung großartig sagen, weil es bringt ja nichts. Ihr könnt jetzt alle beleidigen, ihr könnt sagen, ihr raubt mir uns die Freiheit, ihr könnt sagen, ihr macht das Falsche, ihr brechtet Gesetz, ihr seid böse Menschen, es bringt ja nichts. Es ändert ja nichts großartig an dem Befehl der Politiker, dass wir auf die hören müssen, diese Schwachmaten. Dementsprechend sag ich nur nichts. Ruhige mich, entspanne mich. Ich habe ja auch ein paar Nachrichten von Süddeutschland und so bekommen über Instagram, die auch die Chance voll haben von den Politikern und Schiften. Aber ist halt so wie es ist. Wir können es nicht ändern. Das ist anscheinend so ein verficktes Virus, was vielleicht gefährlich ist. Vielleicht auch nicht, vielleicht verarsche ich uns doch. Und ich weiß es nicht. Ich muss das, was da im Fernsehen kommt, anscheinend annehmen. So leitet mir zu. Wenn ich jetzt Beweise hätte, dass die Politiker uns anlügen, würde ich sofort auf den Barrikaden gehen. Ich wäre der Erste an der vordersten Front, würde ich da rausjagen würde aus dem Bundeskanzleramt. Aber das geht ja nicht. Also habe ich Geduld. Noch einen Monat weiter Lockdown, bis März drin, wollen sie bis 14. März oder was? Müsst das ja ertragen. Ich bete nur zu dem Gott, dass spätestens Ostern und spätestens mein Geburtstag wir unsere Freiheit zurückhaben.
Solltest du bis zu meinem Geburtstag, wo es in 36 immer noch nicht so weit ist, dass immer noch die Politiker uns irgendwas erzählen wollen. Was wir zu tun und zu lassen haben, die uns den weiteren, den nächsten Sommer wegnehmen. Unberechtigterweise. Dann reicht's mir. Dann gibt's einen Armageddon. Aber es ist denn noch nicht so weit. Jetzt gibt's erstmal einen schönen Schlaftee. So, gute Nacht, meine lieben Freunde und Follower hier bei YouTube. Ich schneide jetzt gleich noch alle zusammen. Mach sonst aber Glück auch nicht mehr weiter außer Handy aus und schlafen gehen. Jetzt kommt jetzt noch meine Wärmflasche. Die ist da. Weil hat mir auch geschrieben, dass er morgen vielleicht wieder auftaucht. Und dann sehen wir halt morgen vielleicht mal weiter. Gute Nacht.